Nachdem es beim letzten Mal bei Hyrule Warriors mit Ganons Feuerfluch echt frustrierend war, hoffe ich, dass es dieses Mal etwas entspannter zugeht. Haben wir kein Schutzschild? Nein, wir haben nur... Ah, okay. Ich dachte, wir hätten ein Schutzschild, aber es war ja... War... Ruta, glaube ich. Und Vamedo hatte es auch. Aber hier war Rudania anscheinend nicht. Na gut. Oder ist das Varudania? Das war Rudania, oder? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass ich die Namen nicht durcheinander werfe. Aber ich denke, das hier ist Varudania. So. Und was wir machen müssen, ist anscheinend die Wächter hier wegzuknallen. Aber irgendwie sind das einfach gerade nur Fußbälle. Ah, okay. Ja, gut. Hinter uns ist jemand. Sehe ich hier gerade. Hätte ich natürlich gerne weg. Ah, okay. Wir haben den anscheinend platt gestampft. Na gut. So, weitere Wächter wurden gesichtet. Und die müssen wir jetzt auch platt machen, oder was? Geh mal davon aus. Wir haben schon ein Drittel... Scheiße. Schon ein Drittel unserer Leben verloren. Mann, jetzt schießt doch nicht gegen die Wand. Okay. Sowieso egal. Darok, von der südlichen Brücke her kommen jede Menge Wächter auf uns zu. Ja, komm. Da kümmern wir uns eben drum. So. Alles klar. Und wie es scheint, hat der hier keinen Cooldown. Irgendwer hatte einen Cooldown, wo man darauf achten muss, dass man nicht die ganze Zeit durchballert. Also können wir uns hier richtig schön was erlauben, wenn wir schon kein Schutzschild haben. Weil ich glaube schon, dass wir ein Schutzschild haben, nur den muss man halt echt gut timen. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. So, der ist immer noch nicht down. Immer noch nicht, hallo. So, jetzt aber. Meine Fresse, ey, was zum Teufel. Ja, hier geht auch mal weg. Und ich habe noch einen Spezialangriff. So, das muss ich auch noch im Hinterkopf behalten. Also irgendwann muss ich den Spezialangriff auch noch benutzen. Ich weiß nicht mehr, was der Spezialangriff war. Könnte dann natürlich auch sein, dass ich den komplett verschwende. Komm, ich glaube, den machen wir jetzt mal. Ah, yo! Genau, das war der geile. Das war ein richtig guter Spezialangriff. So. Was auch immer da oben ist, noch weg. Alles klar. Ah, sind das etwa alles Monstervorposten? Im Norden erkenne ich ein großes Gebäude. Ja, scheint so. Ah, okay. Ich habe da zwar eben schon hingeballert. Aber das Ding steht immer noch. Okay. Na gut. Komm, wir benutzen mal dieses. So. Damit sind die Geschichte, wollte ich sagen. Aber sie stehen immer noch. Alles klar. Was zum... Das ist zu viel. Also ich hätte mir den Spezialangriff
echt aufsparen müssen. Schade. Komm, machen wir nochmal neu. Aber diesmal behalte ich den Spezialangriff. Bis zum Schluss. Alles klar. Okay. Komm, die hier vorne können wir aber auch noch so wegmachen. Dann können wir uns gleich auf die hinten konzentrieren. Was bringt der Gegenangriff? Muss man ihn echt so gut timen? Verkacke ich das die ganze Zeit oder was? Ich meine, jetzt nochmal zum Vergleich. Jetzt drücke ich und da hat er erst die Hand oben. Jetzt drücke ich, da ist die Hand oben. Wo ich mir so denke, das kann man doch nicht vernünftig timen. So, und jetzt mache ich den Spezialangriff. Und böller hier alles weg. Ja. Und das wär's dann gewesen. Oh Mann, ey. Na, alles klar. Schlacht um Ost Hyrule. Erfolgreich. Sidon, Prinz der Soras, ein Sora-Prinz aus der Zukunft, der jüngere Bruder von Mipha, die zu den Recken gehört. Er ist immer fröhlich und zuversichtlich und sein Verantwortungsgefühl als Mitglied der Königsfamilie ist stark. Er kämpft, um Mipha zu retten und um Hyrule zu verteidigen. Yunobo, der Gorodenjunge, ein aus der Zukunft eingetroffener Nachfahre des Recken Daruk, einst ängstlich und schüchtern, besitzt er nun den Mut, tapfer für sein Land und seine Freunde zu kämpfen. Okay. Die kommen alle aus der Zukunft. Und, Nintendo. Also so langsam wirkt es dann ein bisschen so, als würden die neuen Charaktere einfach nur bei uns reinquetschen, um mehr Missionen generieren zu können. Muss ich leider mal so anmerken. Wirkt halt so. So, ich nehme alle. Und damit ist endlich eine neue Mission verfügbar. Die hier können wir abschließen. Für Priester Miss Kyoshia. Zwei Herzen kriegt er dazu. Und wir sollen das machen. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal schließen wir hier die Missionen ab, die wir abschließen können. Ich bin stärker geworden. Ja, in der Tat. Und das auch noch. Okay. Was kriegt er? Ich bin noch stärker geworden. Nice. Schöne Voiceline. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Okay. War zumindest schön, dass sie dann immer andere Voicelines haben. Ich bin noch stärker geworden. Okay. Danke, Nintendo. Schön wieder kaputt gemacht. Und wir haben jetzt tatsächlich hier... Nicht?
Hä? Aber da war ein Maxi-Barsch dabei, richtig? Ja, okay. Dann können wir hier das hier abschließen. Lanze, längerer Kombo-Angriff. Ja gut. Brauchen wir jetzt nicht, aber... Auf jeden Fall nice to have. Okay, er meint, das ist Dingen. Okay. Aber wir machen erstmal hier die ganzen Missionen. Also, entspann dich, kleiner Roboter. Wir machen hinterher noch alles. So, Rüstungskürbis. Kriegen wir den noch irgendwo? Ja. Hier. Nein, nicht Rohrzucker. So. Das können wir abschließen. Ich bin stärker geworden. Sorry, aber... Yunobo ist schon wieder so ein Charakter, den hätten sie sich eigentlich stecken können. Naja. Octorok-Urkunde und... Was war das andere? Exalfa-Schwanz. Das hole ich dann off-cam. Während ich das wahrscheinlich auch off-cam holen werden muss. Aber hier unten gibt es noch was. Paella. Können wir freischalten. Und das bewirkt 3 Herzen. Bonus, 3 Bonusherzen zu Beginn einer Schlacht. Ja gut, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall nice to have. Wenn man da schön kochen kann, warum dann nicht auch das aktivieren? Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar dieser Aufgaben, die jetzt dazugekommen sind. 2 Stück, um genau zu sein. Also... Los. Ich weiß nicht, ob das sogar perfekt passt hier in dem Part. Oder ob ich dann irgendwie noch hinterher labern muss. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Missionen vernünftig lang sind. Oder dass sie eben so kurz sind, dass wir noch mit der Story weitermachen können. Wer weiß, vielleicht kommen ja auch wieder neue Missionen dazu. Neue Nebenmissionen. Dann brauche ich mir gar keine Gedanken darum machen, sondern hab dann alle Möglichkeiten. Was muss ich machen? ZR im richtigen Moment einen starken Angriff verstärken. Ah, okay. Ja, nice. Aber warum wurde mir das nicht vorher erklärt? Weil man es einfach nicht gebraucht hat, oder wie? Ja, da habe ich es jetzt verkackt. Aber ich verstehe, wie das funktioniert. So. Ja, nice. Ein cooles neues Feature. Für einen neuen Charakter. Sonst wäre es einfach nur ein Charakter mit 2 Lanzen wieder gewesen. Aber ich finde schön, dass sie sich dann wenigstens für die Charaktere neue Sachen einfallen lassen haben. Und ich einfach nur so dachten, ja, komm, lass hier mal einen neuen Charakter reinmachen. Und der hat jetzt einfach 2 Lanzen. So. Obwohl gar nichts Besonderes an dem ist. Zum Beispiel Link ist quasi ein Charakter, der halt keine Besonderheiten hat. Aber Link ist halt der typische Allrounder. Das ist okay, wenn das einmal im Spiel drin ist. So ein Charakter. Aber sonst würde man halt... Also hätte man halt keinen Grund... die anderen Charaktere zu spielen. Das ist, was ich meine, weil wenn man einmal halt den Charakter hochgelevelt hat,
Warum sollte man dann die anderen nehmen, wenn die sowieso alle schwächer sind? Nichts Besonderes bieten. So. Ich bin heute in Bestform. Klasse. Ja, zum Glück. Aber so wie ich das hier sehe, kommen noch weitere Gegner dazu. Also irgendwie einen Leune oder einen Hinox oder so, könnte mir ich mir zumindest gut vorstellen. Oder es ist halt echt die klassische Standardmission für Sidon. Besiege den Eismoblin, ja. Ganz genau sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. Nice, okay. Nice, okay. Moment mal, wie funktioniert das denn bei dem Stasis-Modul? Muss man da auch X drücken, so wie bei Impa, glaube ich? Ja, okay. Nee, sein Stasis-Modul ist auch Trash. Man kann da nicht einfach vernünftig angreifen. Nein, ich habe doch gerade gedrückt. So, jetzt reicht's. Okay, jetzt mache ich es aber trotzdem mal. Weil das trotzdem ein bisschen was bringt. Alles klar. Das war echt sehr knapp. Da hätte ich fast gefailt. Aber nun gut. Wir haben es geschafft. Kriegen 716 Rubine und 2 Fischer-Harpunen anscheinend. Und einen Gerudo-Zweihänder. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht gesehen. Ja. So, was gibt's als nächstes? Komm, mach mal ein bisschen hinne. Ich hoffe echt, dass noch Missionen dazukommen, wenn ich das Ding hier unten abschließe. Weil wir sind bei einer sehr ungünstigen Zeit. Jetzt bei 18 Minuten. Wir hätten eigentlich bei 20 Minuten sein müssen, nachdem ich da jetzt hier die zweite Aufgabe abschließe. Aber ich denke, das wird nicht mehr hinkommen. Außer, das ist echt eine sehr kurze Mission. So wie das Blitztraining einfach für Link. Okay, besiege viele Gegner. Nee, das wirkt auch eher wie eine echt lange Mission. Wo ich sagen muss, ist auch in Ordnung. So, können wir zumindest mit ihm vernünftig angreifen. Na, auch nicht wirklich, ne? Moment mal. Wenn wir viele Gegner besiegen müssen. Dann können wir ihn ja eigentlich einfach außen vor lassen, oder nicht? Und Yunobo ist mega krass. Also ich mag den Charakter zwar nicht, aber seine Moves sind echt nice. Okay. Das habe ich jetzt auch nur gemacht, weil er eben diesen Move rausgeholt hat und man deswegen echt nice kontern kann.
Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. So. Und es wird sogar die Stufe erhöht. Alles klar. Nice. Ach, scheiße. Ja, okay. Hat sich echt nicht gelohnt. Hat sich null gelohnt. Warum ist das jetzt gelb? Warum ist das Schutzschild jetzt gelb? Ach so, kann er jetzt Blitzattacken machen oder was? Ah, nein, okay. Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Angriff. Hallo, ich würde gern... Das fuckt mich ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem, mit diesem, Leiter. Der ist echt ziemlich nervig. Okay. Er ist down. So, lass mich dann mal in Ruhe, bitte. Dankeschön. Ich muss hier einfach nur viele Gegner killen. Ich glaube, das schaffe ich nicht, wenn ich mich auf die großen da fokussiere. Das schaffe ich auf keinen Fall, wenn ich mich auf die großen fokussiere. Ich glaube, ich hätte von Anfang an nicht auf die großen schauen sollen. Oder achten sollen, besser gesagt. Au. Okay. Ja, richtig schön viele erledigt. Ihm hauen wir jetzt mal einen Spezialangriff rein, weil er mir so langsam auf den Sack geht, der Junge. So. Und ihn verbrennen wir. Oh. Da habe ich natürlich eine Nachricht bekommen. Wunderbar. Meine Fresse, ey. Man denkt an alles und an diese eine scheiß App, die dann so meint, ja, mich hast du nicht stumm geschalten. Also Pech gehabt. Ich hoffe, das war nur zum Aufwärmen, Junge. Weil so langsam wird es echt knapp mit der Zeit. So. Ich muss jetzt mal von dem Großen da ablassen, weil sonst schaffe ich es auf keinen Fall mehr. Aua. Ne, aber ist sowieso vorbei. Ja, man muss anscheinend die ganze Zeit um die... Ja, das weiß ich. Jetzt lass mich doch neu starten. Man muss anscheinend die ganze Zeit um die großen Viecher drumherum hampeln. Uncool auf jeden Fall. Gut, dann machen wir einfach mal Stasis. Damit wir hier die Viecher wegkloppen können und er nicht angreifen kann. So. Der Angriff ist halt echt mega stark. Okay, nehmen wir das. So.
Habe ich es kaputt gemacht? Nice. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt die ganze Zeit so weiter stampfen und einfach alles wegkloppen, was mir in den Weg kommt. Was zum... Ey, was soll die Scheiße denn? Was ist denn der starke Angriff? Ja, toll. Das bringt aber nichts gegen den. Oder wie sehe ich das hier? Ich habe da nämlich mehr Schaden bekommen als er. Nee, lass mich mal da in Ruhe. So. Jetzt geht's hier los. Ich glaube, so langsam kriegen wir auch richtig Probleme hier. Weil die... Nee, ich will den doch gar nicht. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, mehr kaputt zu kloppen? Komm. Hauen wir mal den hier raus. Und dann den hier. Dann können wir den besiegen. Und dann können wir den besiegen. Nice. Ich denke, das kann uns echt gut weiterhelfen. Aus irgendeinem Grund haben wir da jetzt nämlich die Typen echt gut besiegen können. Und ich glaube, ich warte damit, den zu besiegen, bis er wirklich ein Problem wird. Weil gerade kann ich hier noch ganz entspannt alle anderen wegmachen. Komm. Hauen wir mal den Spezialangriff raus. Das trifft ja nicht nur den Großen, sondern kloppt auch die ganzen kleinen Viecher weg. So. Dann hier das... Den Blitzstab. Schmetterangriff. Dann ist er weg. Und jetzt haben wir noch 45 Sekunden, um 35 Viecher wegzukloppen. Komm, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, komm. Jetzt nicht verkacken hier. Nur noch 8. Okay, hier unten sind noch viele. Nur noch 3. Jawohl, da haben wir's. Holy shit, okay. Also, die Mission hat es schon in sich. Uff. Na gut.
Seine Waffen sind die Felsenfilets. Okay. Was zum Teufel? Ja. Na gut. Und für ihn gibt es einen Felsenspalter. Mit erhöhtem Verkaufswert. Na gut, wir sollen kombinieren. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit der Schlacht um West Hyrule. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.